So, und damit willkommen zurück hier bei Pause bei Supreme Commander. Ich habe das Ganze jetzt gerade mal genutzt, ein bisschen Pause zu machen. Ich habe eine Pause gemacht dazwischen. Yep. Was machen wir? Wir haben hier taktische Raketenwerfer, die schönerweise bis dahin reichen. Wir starten. Zum ersten hier. Wir starten. Hierhin. Wir starten. Dahin. Wir starten. Dort no. Und wir starten. Dahin. Dann haben wir. Wo noch? Wir haben doch noch mal einen. Ich weiß es, dass wir noch mal einen haben. Da. Der langt aber von der Reichweite nicht. Okay. Und wir schauen, wie die Raketen. Da kommen sie. Nee, da kommen sie eben nicht. Verdammt, müssen sie kommen. Raketen. Sir, ein Cyberin-Transporter bringt Techniker zum Kontrollzentrum der Black Sun. Sie müssen aufgehalten werden. Ja. Oh mein Gott, der hat ja mehrere von diesen Dingern. Nein! Macht sie tot. Halleluja! Oh mein Gott! Nein! Tötet! Tötet sie, meine Freunde. Starte doch eine Rakete dahin. Du blödes Ding. Do it. Ah, da fliegt sie. Fliegt sie. Sie fliegt dahin irgendwo. Irgendwo dahin. Meine Flieger. Bitte kommet her. Da hin. Hässlich. Hierher kommen. Komm an. Dui! Töte ihn! Ach du Scheibenkröne! Hallo? Ich habe gedacht, du bist ein, einer, der meine Schilde kaputt schießt. Du hast meine Schilde kaputt geschossen. Du hast meinen Schildgenerator kaputt geschossen. Kontrollzentrum wurde angenommen. Wir können die Black Sun nicht abfeuern. Bla bla bla. Ja, Weiber. Echt mal. Was heißt hier sofort? Hier, da, dort, überall töten, kaputt machen, vernichten, zerstört ihn. Hört ihr? Zerstört ihn. Okay, das lief ja schon mal, das war falsch. Das lief ja schon mal wie am Schnürchen. Das sind alles Masse-Dinger da. Die dürft ihr mir doch nicht kaputt machen. Du die. Hier töten. Aber das sollte ja einigermaßen ganz gut gehen. Was sind das hier für Dinger? Leichte Aufklärungsbots. Da muss ja noch einer von der Sorte. Halleluja! Ah, meine Dreierflotte kommt auch an. Ah, super. Wie wäre es, wenn ihr hier hingeht? Danach bauen wir hier oben einen neuen Verteidigungsring auf. Das wäre wünschenswert. Moment mal. Der langt nicht dorthin. Aber wir müssen noch eine Rakete haben, oder? Haben wir noch eine Rakete? Ajo, die wird abgefeuert und sollte hier landen. Hallo, meine lieben kleinen Techniker. Leider bekommt ihr gleich Post. Völlig unverbindlich. Pfeifen. Blöde. So. Jetzt ist natürlich das Problem, dass meine ganzen Techniker tot sind. Okay, halt. Ich habe gesehen. Also er fährt der runter. Das ist ja alles okidoki. Dann haben wir... Hier. Fahrt mal bitte da. Wir brauchen nämlich eine neue Verteidigungsanlage. Wer hätte es gedacht? Bevor ich das Gebäude hier natürlich wieder komplett einnehme, machen wir das mal so. Als nächstes hätte ich gerne die zwei, die bauen mir nämlich hier oben meinen verloren gegangenen Masseextraktor wieder auf. Und auch diesen Masseextraktor logischerweise. Danach hätte ich gerne... Du da. Genau du. Hierhin. Patrouillierst mir dann das Gebiet hier. Da kriegen wir einen Haufen Zeug.
Das war mir ja irgendwo fast schon klar, dass er da gewaltig ankommt. Natürlich wieder mit Fliegern, was nicht so toll ist. Ich bräuchte mal... Ihr fahrt mal dahin. Mal gucken, ob unser Freund dort hinten ist. Hab ich etwas an Flak da? Eher nö, ne? Eher nö. Ja, so... Ihr seid vollkommen falsch am Platz. Ihr baut mir nämlich hier ebenfalls ein klein wenig Flak auf. Ein klein wenig. Das sollte langen. Hier ist ordentlich Stress am Gange. Das gefüllt. So, ja, die ganzen Kanonenboote fliegen mal mit. Wir schauen mal nach. Das da oben haben die mir auch komplett zerlegt. Die Säcke. Elenden. Ja, ich will jetzt erst da hier oben wieder einigermaßen Normalität haben. So, mal schauen, ob wir das finden. Irgendwas. Irgendwo muss doch die Basis der Cybrans sein. Scheint aber nicht so der Fall zu sein. Die kommen einfach von dort hinten her. Schlecht. Das sind die, wo... Die wo vor alledem? Die hier. Die helfen hier oben mal schnurstracks. Mit... Wollte ich fast sagen, da oben ist ein bisschen was durcheinander gekommen, hä? Dann machen wir das halt so. Würde ich glatt sagen, ne? Ja, aber ich muss das ja auch irgendwo verteidigen können. Und aktuell sieht es da nicht so gut aus. Im Gegenteil. Ganz schlecht. Allerdings könnte ich das ja auch ändern. Ne? Und zwar hier unten. Das wäre sogar sehr leicht zu ändern. Flak. Und Flak. Unendlich. Und das Ganze bitte schön Danus. Und auch du, mein Freund, bitte schön Danus. Ach, da unten baue ich die Flak auf. Ja, gut. Ja, dann sollen die alle mal da die Flak aufbauen. Das ist jetzt nicht ganz so eine tragische Angelegenheit. Was macht ihr eigentlich? Ihr macht gar nichts, ne? Aufsammeln. Halt, nein, aufhören. Ich habe genug Masse. Flak, Flak. Wir bauen jetzt halt irgendwo mal Flak auf, auch wenn die das wohl nicht so überstehen. Auweia. Okay. Die sind auch alle tot. Ganz schlechtes Kino. Ganz schlechtes Kino. So, jetzt haben wir wieder. Jetzt haben die da oben die Masse-Akzeptoren schon wieder kaputt gemacht. Hier hin. Baut mir meine Sachen wieder auf. Was machst du? Du baust, das ist schön. Das ist schön. Zumindest einer, der zu mir hält. Was haben wir denn da eigentlich? Ja, taktische Raketenwerfer oder so. Solche Schatz, die helfen gar nichts. Und ich denke mal, ich werde auch Flugabwehr. Da ist Flugabwehr. Da ist keine Flugabwehr. Jetzt ist Flugabwehr. Alle vier. Und dahin. Da. Das ist gut. So. Was macht ihr? Ach, die wollten hier bauen. Okay. Ja, was heißt, die wollten? Die werden hier bauen. So führt Randa. Und dann werden wir hier einfach Flak auf hochziehen. Flak bis zum geht nicht mehr. Die erste mobile Flak ist schon da. Das ist sehr gut. Mauern, denke ich, werden wir da nicht brauchen. Eher mal gucken, dass wir hier wirklich fix rankommen. Ja, die sind auch wieder alle kaputt. Da. So. Habt das bald.
John, ihr müsst die nächste machen. Und danach die nächste. Überhaupt die nächste. Und die nächste, die nächste, die nächste. Da will ich machen. Darf ich aber nicht. Jetzt bin ich traurig und fange an zu weinen. Nichts Neues. Okay. So, was haben wir denn jetzt noch so alles da? Was machst du? Was hast du für einen Auftrag, mein Freund? Du hast keinen Auftrag, wie mir scheint. Ja, dann gebe ich dir jetzt einen Auftrag. Masse? 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 Land? Und Energie, würde ich glatt sagen. Also du brauchst halt ein paar Minütler, aber das ist jetzt alles so tragisch. Kommt von da irgendwann mal was an. Ich würde sagen, die Flotte fährt dahin, der fährt dahin. Jede Menge Einheitenlimit erreicht. Toll. Jede Menge Schiffe hierhin. Die Schiffe bleiben. Okay, Einheitenlimit erreicht. Wir haben 19 kleine geile Jungs. Wie viele Atomraketen haben wir? 5 von 5. Ich würde sagen, Gegner, komm du mal nur mit einer Basis an, dann kriegst du Probleme. So. Nehme das zurück, was ihr gesagt habt über mich. Mann, man müsste das Einheitenlimit hier so ein bisschen steigern können. Ich hab halt auch ein... Das sind ja schon jede Menge Schiffe. Ja. Hier kommt man auf die Nummer 3. Oh. Wir haben das Kontrollzentrum zurückerobert. Unsere Techniker spielen die Software neu auf, um sicherzustellen, dass die Cyberunstrasysteme nicht unbrauchbar gemacht haben. Black Sun wurde fertiggestellt. Ich wiederhole, Black Sun wurde fertiggestellt. Black Sun. Aufladezyklus hat begonnen. Aufladezyklus in 3. Auf der ganzen Erde wüten Kämpfe. Wir verlieren schnell an Boden. Aber wenn sie Black Sun abfeuern, haben sich unsere Verluste bezahlt gemacht. Auf die Erde, oder was? Operationsgebiet ausgeweitet. Soll ich jetzt auf die Erde etwa, Gott sei Dank habe ich Schiffe ge... Wir haben es fast geschafft. Black Sun muss nur noch aufgeladen werden, bevor wir feuern können. Halten Sie die Verteidigung aufrecht. Ja, 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 ja. Ich speichere mal. Das ist mir zu unsicher. Ich halte diesen Plan immer noch für total bescheuert, eine Massenvernichtungswaffe abzufeuern, nur um den Krieg zu gewinnen. Das hat bislang nirgends, auch nur annähernd, auch wirklich nicht mal total annähernd oder abnähernd, für irgendwas Tolles gesorgt. Was wir aber machen können, wäre ja zum Beispiel sagen, hallo meine liebe kleine Flotte. Einheitenlimit erreicht. Ich weiß halt nicht, ob die Atomrakete gerade gefeuert hat. Wir werden es sehen. Und sie ist auf dem Weg. Projekt. Wir werden alle sterben, die zumindest hier sind, kann anlaufen. Ihr kommt mal ein bisschen zurück. Ich will natürlich hier ein bisschen gucken. Du fährst nach vorne, mein Freund. Du nicht. Schauen wir mal. Was geschieht denn hier? Was befeuern die hier eigentlich? I don't know. Wir werden leider nicht allzu viel sehen können. Leider. Weil das Schiff zu langsam ist. Awesome. Awesome. Einheitenlimit erreicht. Ich weiß nicht, wie es da aussieht so recht. Ob die Schiffe hier überhaupt auch nur annähernd irgendwie was abbekommen haben. Aber es sieht nicht so aus. Liebe Kanonenboote, wo seid ihr? Dort unten. Wir kümmern uns jetzt um die. Da oben können wir so oder so nichts machen. Da ist ja schon eine kleinere Armadere auf dem Weg. Ah, da oben scheint es aber doch ordentlich reingerußt zu haben. So, meine Freunde. Machet euch auf den Weg.
Jeder Feind, der da ist, muss getötet werden. Ein Cybran Schiff. Oh, die sehen cool aus. Awesome. Weiter, weiter, weiter. Awesome. Ach ja, also die Cybrans sehen halt richtig geil aus. Die haben meines Erachtens so ein klein wenig Command & Conquer-Style von der Bruderschaft von Nord. Kann man sagen, was man will. Mir gefällt das unheimlich gut. Bin ja ein großer Fan von Command & Conquer. Das heißt, unheimlich großer Fan. Ich glaube, wir haben jedes Spiel schon mindestens 10-mal durchgemacht. Ja, ist auch nicht übertrieben. Nein, ist tatsächlich so. Gerade zu dem Tiberium-Konflikt. Mehrfach. Das Einzige, was ich wirklich nicht so oft gemacht habe, das sind, sind diese gesamten Nebenmissionen, die man da so ergattern kann. Ja, ich denke mal, die Luftverteidigung. Aloha. So kann das aber nicht gehen. Na gut, sie hat nicht überlebt von denen. So, wie sieht's denn da aus? Insofern ganz gut. Haben wir noch mehr Kanonenboote? Die sind auf 2, okay. Hallöchen. Die haben halt nicht so viele Waffen, die Cybrans, aber halt Schilde. Das macht sie halt recht hässlich. So, es war ja wieder mal halbwegs klar, dass ich dieses blöde U da nicht angreifen kann. Auch die sehen richtig seilisch aus. Okay. Ab mal nach dahin, würde ich glatt behaupten. Einheitenlimit. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oh, 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 nein, nein, nein. Hör auf, mir die Dinge zu bauen. Mach mir die. Das wäre mir jetzt lieber, auch mal so ein bisschen Belagerungswaffen zu haben. Ist allerdings soweit alles okay. So, das Gebäude hier oben ist irgendwo... Nein, das Gebäude ist nicht verschwunden. Da parken einfach nur ein Haufen Einheiten drüber. Meine Baufahrzeuge. Omni-Sensorreihe. Bum, 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 bum. Das suchte ich doch. Ich hätte hier schon doch gerne nochmal ein Schutzschild in der Hoffnung, dass er den aufbaut. Es ist natürlich immer so eine Sache, wie sieht es mit dem Einheitenlimit aus, ne? Ihr kommt mal zurück mit hierhin. Luftverteidigung ist so die größte Schwäche, die ich habe. Einheitenlimit erreicht. Die restlichen dürfen dahin. Jo, und jetzt? Ist jetzt ein Scherz, oder? Kann ich pushen? Kann ich das pushen? Das wäre jetzt nicht schlecht. Wenn ich das jetzt irgendwo noch pushen könnte. Alter, Black Sun ist zu 20% geladen, Sir. Das sieht nicht so aus, gell? Sie werden die Äon-Erleuchtete niemals besiegen. Geortet. Okay, das ist kein Problem. Strategischer Start kein geortet. Problem, ich habe taktische Abwehrmaßnahmen. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein! Ah, Moment, halt, stopp! Scheibenkleister, nein! Oh nein! Oh nein, die waren doch alle hier draußen! Das darf nicht sein! Oh Gott! Oh! Awesome! Ich wollte gerade sagen, ansonsten ist jetzt Game Over, ne? Das hätte jetzt, also... Jetzt habe ich aber gerade echt Herzrasen. Also, brutal. Ja, ich wusste, dass die hier draußen sind, ne? Aber ich wusste nicht mal, ob ich einen hier drin habe. Ja gut, dann haben wir... Einheitenlimit erreicht. Da ist okay. Von wo kommt das Drecksding an? Da ist es. Da ist sie. Wo kommt sie? Da geht sie runter. Ah, da schlägt sie ein. Da ist sie.
Wo willst du hin?